Zap, moin Leute, waren Ori am Start. Wir sind mal wieder live hier. Also semi-live natürlich. Ich nehme es heute auf, ihr kriegt es heute zu Gesicht. Klare Ansage hier. Ich wollte heute mal zwei Panzer zeigen, die ich noch nicht sonderlich viel gefahren habe. Das ist einmal zum Beispiel die Panzer Selbstfallerfette 4C. Ich meine, ich bin jetzt hier nicht unbedingt schlecht aufgestellt. Also ich habe die Top-Kanone auf dem Ding drauf. Es fehlt allerdings noch eine ganze Menge, bis ich beim Nashorn dann ankomme, und ich muss sagen, ich habe diesen, also ich mag diesen Assi-Toaster mal überhaupt nicht. Ja. Ich habe hier zwar die kompletten Sachen mit drauf, aber das, ja. Und da ich ja in letzter Zeit so viel vom Cromwell gesehen habe, wink wink, werde ich mich auf diese Reise begeben, mit den tollen Panzern hier auch einmal ein bisschen was voranzukommen. Wie man hier sieht, habe ich nicht wirklich irgendwas. Ich habe hier die zweite Kanone. Die hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Durchschlag, also ein bisschen viel mehr Durchschlag als die Standardkanone, die da drin ist, was eigentlich ganz gut ist. Die hat sogar noch, glaube ich, ja, die hat sogar mehr Durchschlag als die Top-Kanone auf der Seite. Ich glaube, ich werde die überspringen, eventuell. Ja, die tun sich nicht so viel, abgesehen davon, dass ich hier keinen Autoloader habe. Ich hasse Autoloader. Sowohl als Gegner, weil die meistens mich mit einem Magazin rausnehmen, als auch selber nur zu fahren, weil ich einfach damit nicht umgehen kann. Früher oder später muss ich das mal lernen, wenn ich zu den Franzosen komme, aber derzeit versuche ich es eher zu vermeiden. Ja, das nächste, wofür ich auf jeden Fall gehen werde, sind die Ketten und anschließend dann noch der Motor mit dabei. Kann sein, dass ich hier an der Stelle wahrscheinlich einen Fehler mache und vielleicht erst den Motor und dann die Ketten erforschen müsste. Aber ich lasse mich darauf ein, einfach einen Fehler zu machen. Bei der Stufe ist es noch nicht sonderlich wichtig. Da ist die Erfahrungspunkte, die steigen da noch relativ flott an. Da kann man mitarbeiten. Aber wir fangen erstmal mit der Panzer Selbstfallerfette an. Und kommen in ein Gefecht auf Malinowka. Wie man hier sieht, ich habe XVM endlich rausgeschmissen. Ja, das heißt, ich werde mit vollem Einsatz jedes verdammte Spiel spielen und werde mich nicht von der Prozentzahl ablenken lassen können, denn es passiert viel zu oft, dass man 60, 70, 80 Prozent Games hat und diese haushoch verliert, weil jeder XVM installiert hat und alle sich einfach nur überschätzen. Ja, so ist es. Es gibt drei Artis im Spiel. Angst habe ich vor allen dreien, denn alle drei Artis sind nicht schlecht. Alle drei Artis können richtig dicken Damage machen, und man sieht hier auch, ich habe mit meinen Mods ein bisschen was rumgespielt. Ich muss mal gucken, dass ich in den Kommentaren das ein bisschen was ändere. Ich benutze jetzt nicht mehr den Standard-Mod vom Circumflexes. Ich habe jetzt quasi meinen eigenen Weg, hier etwas zu machen. Ich werde mich nicht komplett vorbegeben, aber ich habe Lust, mich hier hinten etwas hinzustellen, hier hinter diesem tollen Busch. Ja, wo ich hier von hier aus nicht unbedingt gute Karten habe, irgendwas zu treffen. Natürlich geht keiner spotten. Ach, ich bin der Niedrigste hier. Und ich bin der Einzige, der irgendwie Sichtweite hat auf irgendwas. Oder Sichtweite haben könnte vielmehr. Das heißt also quasi, ich muss spotten. Super. Das heißt also, wir setzen uns hier in diesen Busch rein. Warten eben, bis sich unsere Sichtweite fast vervollständigt hat, und spotten, dass da unten ein KV-1 ist und da drüben noch eine Panzer-Selbstfallerfette, eine gegnerische. Die können wir, glaube ich, mit einem Schuss sogar rausnehmen. Nicht ganz. Ich fahre hier an der Stelle wieder etwas zurück. Ich weiß nicht, ob ich gespottet bin oder nicht, aber den hier nehme ich dankend an. Panzer Selbstfallerfette da vorne ist gespottet und gleichzeitig nicht gespottet. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Ach so, das ist vom Mod her. Er ist noch nicht in Autospot-Range. Das ist dieser kleine Ring hier. Das ist die Autospot-Reichweite. Der könnte mich sehen, wenn ich jetzt schieße. Ich fahre also zurück. Hab nicht genug Gun Depression. Jetzt reicht's. Ja, ich wurde vielleicht gespottet. Es kann aber auch sein, dass ich einfach nur einen reingewirkt gekriegt habe, weil sie vermutet haben, dass ich dort sitze. Immerhin, also ich würde sagen, es ist ein Jagdpanzer. Und das bedeutet so viel wie, dass er auf jeden Fall
Also zumindest würde ich das so sagen. Au. Das war's für uns. Raus hier. Dass er sechsten Sinn drin hat. Abgesehen davon, dass die Hellcat da oben mich eventuell hätte spotten können. Und der VK war eventuell in Spotting-Reichweite. Kein sehr... Na, da sieht man's, ne? Also, ich hatte eigentlich einen relativ guten Spot. Wurde da wahrscheinlich aber aufgedeckt, als ich mich bewegt habe. Es kann durchaus sein. Es kann aber auch sein, dass dadurch, dass er gespottet wurde und die Lampe bei ihm anging, er einfach erahnt hat, dass ich in diesem Busch sitze, weil in dem Busch eigentlich immer irgendeiner drin sitzt. Hm. Ah, kurz mal trinken hier. Sieht nicht sonderlich gut für uns aus. Das Beste, was ich da machen konnte, war einfach spotten. Bei dem Matchup hier kein Scout. Medium hätte vielleicht da reingehen können. 30.01p eventuell, aber das ist ein Stufe 6er bei einem fast reinen Stufe 6er Matchup. Also hätte... Ah, ja, nee. Ich war schon richtig in dem Spot. Hm. Ich hätte auf die Panzer-Selbstfallerfette vielleicht einfach nur einen Schuss setzen sollen. So randommäßig. Dass ich den KV-1 da rausgenommen habe, war jetzt nicht unbedingt sehr, also so extrem wertvoll. Gegnerische Arti. Ja, die AMX-AT hat gute Arbeit geleistet bei den Gegnern. Ja, definitiv. Also, ich habe hier nicht viel falsch gemacht. Ich saß in einem relativ guten Spot. Das Problem war einfach nur, dass ich so einen Jagdpanzer als Gegner hatte, der mich wahrscheinlich einfach nur gespottet hat aus der... Selbst als der Busch zwischen uns war. Weil ich mich falsch bewegt habe und vielleicht einen Zipfel von meinem Panzer irgendwo rausgeguckt hat oder sowas. Ja, die Hummel sagt man natürlich wieder ein Noob-Team und sowas. Wollen wir nachher mal gucken, wie viel Schaden die denn überhaupt gemacht haben. Ja, also, ich bin immer ganz vorsichtig, wenn ich relativ früh sterbe, würde ich niemals schreiben, dass ich ein Noob-Team habe oder sowas. Ich meine, es kann mal sein, dass man um die Ecke pusht, weil da kein Schwein ist. Und dann wird man auseinandergepflückt. Zu wenig Nutzlast. Ja, ich kann nicht mal hier irgendwelche Sachen reinpacken. Ich habe die Kanone auch gestern noch draufgepackt und dann erstmal nicht weitergespielt gehabt. Deswegen habe ich auch keine Munition da drin. Ich packe kein Gold rein. Ich selber finde, auf den niedrigen Stufen hier ist Gold absolut überbewertet. Abgesehen davon, dass ich eh versuche, kein Gold zu schießen. Egal, was passiert. Ich meine, in manchen Situationen, jetzt zum Beispiel gegen Medium 2, wäre es vielleicht sinnvoll, da mal vielleicht ein, zwei Kügelchen oder was zu verschießen. Aber es ist nicht unbedingt nötig. Ja. Ich meine, hier 64 mm Durchschlag ist schon ganz okay. Ich bin nicht der Schnellste. Hier sieht man noch schön HD-Mod-Patch für die Karte. Plus, wenn man STRG drückt, gibt's hier so eine tolle Plop-Op-Karte, wo man dann auch natürlich draufdrücken kann, um dann besser halt sehen zu können, wo man überhaupt hinpinkt. Das ist ganz cool. Vor allen Dingen kann man so auch besser die Position von den Gegnern sehen und all so ein Quatsch. Natürlich ist es ein bisschen doof, wenn man gerade mitten in der Action ist oder so und man will dann irgendwie gerade die Position vom Gegner bestimmen. Die Minimap unten hat man klein gemacht, weil man kann ja so machen und man macht gerade so und in dem Moment kommt der Gegner dann um die Ecke und lotzt einen da weg. Ich weiß, dass ich nicht sonderlich schnell bin und dass dieser T2 definitiv nicht fahren kann. Ja, haben wir eigentlich Arti im Spiel? Nein, Arti haben wir nicht im Spiel. Das ist ganz okay. Gut, das ist ein anderer Cruiser. Dann ist noch ein Medium. Ich möchte ihn nicht ins Kreuzfeuer geraten, aber... Wir haben sie nicht mal angekratzt. M3 Stuart seitlich? Wir haben sie nicht mal angekratzt? Really? Okay, wir haben hier eine okay Position. Wenn der Gegner zu aggressiv vorgeht, haben wir ein mittelschweres Problem. Unsere Nachladezeit dürfte gut genug sein, um ihn dort rauszunehmen. Ja, okay, er hat sich noch zurückgezogen. Ich möchte dann nicht um die Ecke gehen gegen den M3. Aus einem ganz einfachen Grund. Er hat einen Autoloader, ich kann nur einen Schuss nach dem anderen abziehen. Plus, ich bin nicht sonderlich schnell. Dass ich hier in eine semi-gute Position komme.
macht zu wenig Schaden mit dem Ding. Also M3 Stuart, Stufe 3 hier, mit dem Autoloader definitiv richtig stark. Okay, ich bin nun Stufe 2 Panzer, aber krass. Das ist echt hart. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Harte Nummer. Wirklich sehr, sehr harte Nummer. Aber das ist Lot hier. Kann man nichts dran machen. M3 Stuart hat da, saß da quasi in der perfekten Position drin. Hier wollten wir nochmal gucken, was die Hummeln so gerissen haben. Vom Schaden her. Auch nicht wirklich irgendwas. Ach ja. Nee, ich saß in einer relativ guten Position, aber der Jagdpanzer, der hat richtig fett abgesahnt. Der hat uns alleine 350 Schaden, davon gehen alleine auf sein Konto. Glaube ich zumindest. Wir haben KV-1 rausgenommen. Jagdpanzer und die Selbstverleitfette haben wir gespottet. Gegnerische. War ganz okay. Das Cruiser MK2-Gefecht, das war jetzt eher für den Arsch. Okay, ich muss also sagen, dass die Kanone hier dann doch nicht so gut ist. 45 Schaden. Die hat 49 Durchschlag, macht auch 45 Schaden, ist aber ein Autoloader. Das heißt, man hat wesentlich mehr Schüsse. Ha. Ja. Ich meine, wenn jeder Autoloader hätte, so wie halt auf Lot hier zum Beispiel, dann kann das schon ziemlich fies sein. Vor allen Dingen, weil der Reload ja auch relativ kurz ist. Das heißt, selbst wenn der Stuart sich da entleert hätte und nicht mehr rumgekommen, hätte dem vielleicht 2 oder 3 Kugeln reindrücken können und danach hätte die nächste Salve komplett in mich reingedrückt. Also, doch, Autoloader werde ich wahrscheinlich auch auf dem Ding fahren. Ich hoffe mal, ja, ab Stufe 3 hier gibt es wahrscheinlich keinen Autoloader mehr. Doch, auch noch Autoloader. Okay, was ist das hier? Auch ein Autoloader. Diese ganzen Autoloader auf Lot hier, es ist einfach, es ist herrlich, ey. Es ist sogar auf Stufe 4 hier ist noch ein Autoloader mit dabei. Unglaublich. Nee, wie gesagt, ich mag Autoloader gar nicht. Ich komme überhaupt nicht mit klar. Ich bin damals auch mit den ganzen deutschen Low-Tier-Panzern Autoloader, nur auf dem Panzer 2C oder Panzer 1C. Muss ich mal ganz kurz gucken. Auf dem bin ich mit dem Autoloader gefahren. Das weiß ich noch. Wo ist er denn? Nee, da. Der hier, der hat immer einen Autoloader drin gehabt. Weil das Ding einfach nur übermäßig ist. Stufe 3. 33 Durchschlag ist jetzt, da ist der Cruiser sogar besser. Ha, interessant. Das heißt, ich bin auf Stufe 2, mit dem Autoloader habe ich mehr Durchschlag als ein Panzer 1C. Faszinierend. Naja, auch wenn ich hier jetzt keine 2 Wins oder sowas hinlegen konnte oder 2 epischen Sachen, vielleicht konntet ihr ein klein bisschen was lernen, zumindest bei dem Selbstfallerfetten Ding hier. Ist ja ein Panzer-Selbstfallerfette. Ich glaube, das hier könnte man eher als Artillerie als alles andere angeben, weil das Teil kann man komplett hochdrücken. Dass es Positionen gibt, wie auf Malinowka zum Beispiel, in denen immer ein Scout steht. Und das heißt, wenn ihr in gewissen Positionen gespottet werdet, steht an der Stelle meistens ein Scout. Zu 99,9%. Das heißt, es lohnt sich schon, da mal einen gezielten Potshot reinzusetzen. Also einen Blindshot, um eventuell einen Scout rauszunehmen oder ihm zumindest die Lektion zu erteilen, sich nicht in diesen Busch reinzustellen, wenn du im gegnerischen Team drin bist. Oh, es war sogar noch ein Sieg. Faszinierend. Immer gar nichts geschissen gekriegt. 45 Schaden gemacht. Hier, der Cruiser, der ist richtig abgegangen. Der hatte wahrscheinlich noch den Autoloader drin. Auch ein Cruiser. Das ist ein Cruiser 2 sogar. Ist das der Vorgänger? Wo kann ich den Cruiser 2 einordnen? Ich kenne mich mit dem Britenbaum überhaupt nicht aus. Wo kann ich den Cruiser 2 einordnen? Nee, doch, hier bin ich richtig. Cruiser 3, Cruiser 2. Oh, hier unten Light Tank. Also hier so ein Light Tank, nicht so ein Light Tank, sondern so. Das ist auch Stufe 3 gewesen, okay. Nice, schöne Runde für ihn. Hat sogar, ja, Top Gun standardmäßig und noch Nerven aus Stahl herausgehauen. Hier haben wir nochmal Nerven aus Stahl und nochmal Nerven aus Stahl. Hier sind auch nochmal 2 Nerven aus Stahl. Also
wenn ihr Nerven aus Stahl farmen wollt, schnappt euch irgendeinen gut gepanzerten Low-Tier-Panzer. Krass. Also echt hart. Naja, ich hoffe, ich hat das Ganze hier gefallen und es hat euch ein bisschen was Spaß gemacht. Ich fand es jetzt eher vom Standpunkt des Spielerischen aus, hätte ich da wahrscheinlich wesentlich besser abschneiden können. Irgendwie. Aber mit dem, hier war ich eigentlich in der richtigen Position. Low Tier, TD, kein Scout. Irgendeiner musste spotten. Und offensichtlich war ich das an der Stelle. Cruiser 3, hier habe ich mich überschätzt mit der Einzelschusskanone. Ziemlich überschätzt, vor allen Dingen gegen einen M3. Stuart war wesentlich besser. Einfach von der Kanone her wesentlich besser, abgesehen davon, dass der erste Schuss von uns seitlich von ihm abgeprallt ist. Warum auch immer. Aber okay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Erneut, zum dritten oder vierten Mal mittlerweile, diese Frage. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Morgen dann, wenn es wieder heißt Rollout. Bis dahin, viel Spaß beim selber zocken. Ciao, ciao.